So, hallo Leute. Wir haben uns entschlossen, mal wieder ein Video zu machen. Haben lange keins gemacht, das wissen wir. Und danke für die super Nachrichten, wo er schreibt, dass er uns vermisst und wie toll er unsere Videos findet. Haben sie gelesen, haben sie gekriegt und haben uns super gefreut. Wie gesagt, aufgrund von Corona und einem Trauerfall in der Familie haben wir keine Zeit und keinen Nerv dafür gehabt, ehrlich gesagt. Wir machen jetzt mal wieder eins, weil wir fahren heute ins Tropical Island. Wir haben mal wieder Mai. Ihmchen hat Geburtstag, wird schon 17. Und ja, ihr wisst ja, wir fahren jedes Jahr im Mai zu so Dickies Geburtstag irgendwo hin. Wir waren auch in Corona-Zeiten im Phantasialand und im Moviepark, aber durch diesen Stutenpulli, den man anziehen musste, das war ja eigentlich gar kein Urlaub, das war ja nur eine Qual. Deswegen haben wir da auch keine Videos gemacht. Hätten wir sowieso nicht viel, hatten eigentlich auch keine Lust darauf. Nee, das war so nervig mit diesen Desinfektionssachen andauern und diese Abstände und Das ach, war richtig richtig scheiße. nervig, oder? Und dann hast du hier schwitzt wie so ein Bulle unter dem Ding, Junge. Naja, egal. Auf jeden Fall fahren wir heute los ins Tropical Island für 3 Tage. Und ja, zeigen euch davon ein bisschen was, was ein Jucken Geflöhe oder was. Und zeigen euch davon ein bisschen was. Gibt es natürlich schon viele Videos von, aber vielleicht von dem Zimmer. Wir haben so eine komische Junior Suite über den Wasserfällen gebucht. Naja, nur das Beste hier für Ihmchen. Und ja, wir zeigen euch davon vielleicht ein bisschen was. Und wie gesagt, vielen lieben Dank. Wir haben eure Nachrichten gekriegt und haben uns super gefreut. Alles klar, bis dann. Wir sind jetzt schon beim Tropical Island angekommen. Jetzt von außen, oh, diese Riesenhalle. Wir sind ja was jetzt erstmal baff. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier irgendwo wo parken. Keine Ahnung. Ja, weiß ich gar nicht. Parkscheinautomat? Müssen wir uns einen Parkschein jetzt ziehen? Keine Ahnung. Haben wir da nicht kostenlos parken angesagt? Lass uns mal gucken. Ja, wir wollten euch bloß mal diese Riesenhalle zeigen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Muss ich erstmal gucken, wie wir da hin müssen. Personalwarenannahme, ich glaube, wir sind hier irgendwie falsch. Kannst du wieder ausmachen, Schatz? So, wir stehen noch mal davor. Der Niki steht da gerade mit unserem Koffer in der Tasche. Gehen jetzt rein, guckt euch mal dieses Riesenteil an. Junge, Junge, Junge. Dann mal sehen, wie es von drin ist. Wir zeigen euch denn noch mal ein bisschen was, ja, Schatz? Alles klar. So, wir sind jetzt angekommen. Wir haben einen Riesenweg machen müssen, um zu dem Zimmer zu kommen. Das bei den Temperaturen, man schwitzt wie so ein Bulle, das ist so feucht warm. Wir haben echt, da ist der Niki. Also das Zimmer ist schon hübsch. Also hier, wir stehen genau hinter der Eingangstür. Dann hat man das große Bett. Ventilator, der jetzt warum auch immer aus ist. Niki, hast du den Ventilator ausgemacht? Ja, hast du, und es geht nicht wieder an. Wir kommen mit den Schaltern überhaupt nicht klar. Jetzt geht er wieder. Weil, ja, wir drücken und dann geht es wieder aus und drücken mal und anderen geht es wieder nicht mehr. Ach, naja, wie auch immer. Wie gesagt, wir haben hier eine kleine Couch. Sitzecke, hier ist die Veranda. Oh, das Bad ist da drüben bestimmt, Schatz. Wir waren jetzt, sind gerade rein, wirklich. Wir haben noch nicht weiter geguckt. Tasche steht hier noch. Gucken wir mal. Was haben wir da? Oh, ist aber niedlich. Oder? Reicht. Guck mal, Dusche. Könnt ihr das sehen? Entschuldigung, wenn ich so schnell schwenke. Das ist jetzt, weil ich jetzt gleich selber gucke. Waschbecken, schön sauber, alles top. Toilette, klasse. Schön gemacht. Ja, Picobello, muss man kontrollieren. Föhn ist drin, eine Kaffeemaschine ist drin, Wasserkocher ist drin. Ja, so, da sieht man Wasserkocher, Gläser, Kaffeemaschine, sogar ein bisschen Kaffee und so. Milch und hier ist der Balkon. Wir gucken mal, wir haben es ja genommen wegen der Aussicht. Aber da muss ich aufpassen, dass mein Handy nicht fallen lassen. Guck mal, bei meinem Glück. Hier ist die Terrasse, hier ein Tisch. Oh, da kann man schön früh Kaffee trinken. Eine kleine Couch. Und es stand im Internet, man soll Handtücher und Bademäntel und sowas mitnehmen. Hätte man nicht gebraucht. Wir haben jetzt einen Arsch voll Platz verschwendet, weil wir haben alles gekriegt bei der Suite. Also wenn ihr sowas bucht, dann braucht ihr das nicht. Ich wollte noch mal gucken gehen, Schatzel. Kannst du schon umziehen, wenn du möchtest. Such deines, der möchte gern baden gehen. Machen wir. So, und da ist jetzt unser Ausblick. Hier ist der Wasserfall. Kann man das sehen? Ja, so ein bisschen, oder? Ja. Und wir sind genau darüber in dieser Lagune. Und sogar mit Rettungsschwimmer. Guck mal an. Und man hört das Rauschen, aber drin überhaupt nicht, muss ich mal sagen. Also das finde ich ja toll.
Ja, und der Niki zieht sich schon um. Wir werden natürlich erstmal schwimmen gehen, ist klar. Wir sind jetzt erstmal Kochleder gar von den Temperaturen. Es ist super schön, aber eben erstmal auf dem Kreislauf erstmal ganz schön schwimmen. Und jetzt auch gleich diese Hitze und diese feuchte Hitze vor allem dazu. Also wer Kreislaufprobleme hat, sollte hier nicht erfahren. Ansonsten, wie gesagt, wir machen unterwegs dann immer mal noch mal ein Video. Heute nicht mehr, werden wir morgen machen, weil wir haben ja 3 Tage hier. Dass wir uns erstmal heute selber umgucken. Und wir haben Frühstück und Abendbrot dazu gebucht. Also Frühstück ist sowieso dabei bei Übernachtung. Und Abendbrot haben wir extra zugebucht. Das geht. Mittagessen werden wir ja dann sehen. Da gibt es ja etliche Restaurants. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ja, und dann zeigen wir euch noch mal was, wenn es dann soweit ist und wir unterwegs sind. Schnuckelchen sucht schon sein Zeug raus. Ja, ich komme, Schatz. Alles klar. So, jetzt ist es abends. Es ist 22.30 Uhr. Wir wollten noch mal zeigen, wie schön es aussieht. Das ist hier schon beleuchtet. Das ist wieder von oben vom Balkon. Wir zeigen natürlich auch noch ein kleines bisschen mehr, ist logisch. Aber wie schön die Beleuchtung einfach ist. Da hinten, das ist alles hier die Lagune jetzt. Uns baden immer noch Leute. Kann man ja bis 0 Uhr. Ja. Und immer welche im Whirlpool und so. So, wir gehen jetzt mal so eine kleine Tour. Hier ist unser Zimmer. Von hier aus gehen wir mal jetzt noch ein kleines bisschen. Da ist der Niki. Ja. Wie das hier in dem Dschungel ist. Das ist wirklich richtig Regenwald, soll es ja sein. Aber das ist richtig wie Dschungel. Du hast hier tropische Vögel. Und ach, wir haben hier Schildkröten und Flamingos gesehen. Also richtig toll. Zeigen euch das bloß mal so ein kleines bisschen. Hier ist es, jetzt ist es natürlich dunkel, schade, aber hier ist noch eins beleuchtet, sind exotische Tiere drin, wie Vogelspinnen. Und was ist noch drin? Irgendwo war noch was drin. Ach ja, hier ist die Tafel. Eine Schlange, eine Kornnatter und so ein paar Frösche. Ja, und wenn, wie gesagt, so sieht das denn natürlich aus. Es sieht wunderschön aus. Wir gehen mal hier runter, das zeigen wir euch mal so ein kleines bisschen. Natürlich nicht alles, das wird viel zu lang, wenn wir das Ganze zeigen würden. Aber dass man es mal so sieht, wir gehen mal hier so lang über die Brücke. Wie wunderschön das hier gemacht ist. Es ist wirklich also ein Feeling wie im Urlaub. Und wir sind ja nun aus Sachsen-Anhalt, wir haben ja nur nicht so eine lange Anreise. Ihr habt 2,5 Stunden insgesamt. Und ja, hier unten kann man jetzt schlecht sehen. Das ist ja natürlich jetzt, weil es dunkel ist. Da hinten sind die Flamingos. Vielleicht kann man sie noch ein kleines bisschen sehen. Da sieht man sie noch ganz wenig. Wir zeigen sie euch nochmal am Tag, wenn er... Ja, wollen wir machen, wa? Die Flamingos nochmal zeigen vielleicht. Wie gesagt, und da hat man ja hier auch noch Tafeln zu den Fischen, die da drin sind. Das ist alles beleuchtet, wie gesagt. Und da steht das dann da. Also es ist wirklich super schön. Und wie gesagt, angenehm. Ich habe gedacht... Ich werde hier drin umkommen bei 26, 27 Grad Lufttemperatur und der Luftfeuchte von 73% und hat hier hinten so eine Tafel, wo man es immer sehen kann. Aber überhaupt nicht. Also wo wir angekommen sind, da schon, da habe ich gedacht, ich muss hier drin ersticken. Aber dann war es auch vorbei. So, jetzt haben wir euch mal ein kleines bisschen schon gezeigt. Wir zeigen erstmal da unten nachher wieder, sonst wird das Video einfach zu lang. Da geht es Richtung Südsee und hier geht es Richtung Info und Restaurants und sowas. Ja, wir machen kurz Pause und zeigen nachher nochmal weiter. So, jetzt sind wir hier beim, da ist der Eingangsbereich. Zoomen wir mal ran. Hier würde man reinkommen, dann hat man hier drüben so eine Information. Hier hinten sind dann die Umkleiden. Und Schließfächer hier hinten. Und dann, wie gesagt, geht es dann hier weiter schon, ja, Shops,
Wohnbereiche. Von hier sind wir gerade gekommen. Ja, und eben auch die Badebereiche. Man hat ja verschiedene Bereiche, Regenwald und Südsee und ach, was weiß ich, wie sie sich alle schimpfen. Ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut hier, ja. So, man verläuft sich schnell am Anfang. Aber wenn man erstmal einen Dreh raus hat, dann geht's. Da oben ist auch noch ein Fitnessclub. Da will der Niki morgen mal reingucken. Ja, wie gesagt, also es ist wirklich Urlaubsfeeling pur hier. Wunderschön. Tagsüber ist es auch schön, aber jetzt natürlich mit der Beleuchtung ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, ist klar. Und hier ist die Lagune, wo wir drauf gucken, von jetzt von hier aus natürlich gesehen, wo wir von unserem Balkon drauf gucken. Gehen wir mal kurz hier hoch. Und da oben, wenn man jetzt hier hochkommt, sieht man das. Da oben ist das unser Zimmer. Da, also das Häuschen, die kleine Hütte, mit dem, wo der Wasserfall eben ist. Und hier gucken wir dann eben schön drauf. Und wie gesagt, da hinten ist denn der Südseebereich. Und da ist der Ballon. Die Ballontour wollen wir eventuell machen. Wir wissen es noch nicht. Niki kann sich noch nicht entscheiden. Hier sind auch noch mal so eine kleine Häuschen. Da haben wir uns schon überlegt, ob wir vielleicht noch mal hierher fahren und die buchen. Weil die genau gegenüber von dem Pool liegen. Und wir sind ja bekanntlich ein bisschen faul manchmal. So, jetzt sind wir hier bei dem Restaurant. Savadi. Ich glaube, meine Kamera muss mal putzen. Kann das sein? Nee, es geht. wo es denn das Frühstücksbuffet gibt. Das ist bei der Übernachtung immer inklusive. Und wir haben das Abendbrot noch dazu gebucht. Das kostet pro Person für Erwachsene 24,90. Getränke muss man natürlich wieder extra bezahlen, wie immer. Im Serien geht die Pop genau das gleiche. Und naja, das Essen war okay, wie halt so ein Buffet ist. Man hat aber hier auch noch mehrere andere Sachen, wo man was essen kann. Pizza und auch einiges andere Dinge. Und dann gibt es noch ein asiatisches Restaurant und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall wäre das dann dieses hier. Mal sehen, wie das Frühstück morgen früh ist. Also das Abendbrot, naja, wie gesagt, man verhungert halt nicht, ja. Und überall sind eben hier Übernachtungsmöglichkeiten. Überall so eine Häuschen, die hier oben machen Party ohne Ende offensichtlich. Dürfen sie. Ist ja Urlaub. Ja, also wie gesagt, sehr schön. Super schön gemacht. So, jetzt heute zeigen wir euch mal den Südseebereich. Oder besser ich, der Niki ist irgendwo im Wasser. Wo auch immer er ist. Und ja, die Lagune haben wir euch ja schon gezeigt von unserem Zimmer aus. Dann ist jetzt hier dieser so große Südseebereich. Da hinten der Rutschenturm, ich weiß gar nicht, ob wir den wir gestern schon mal hatten. Zwischendurch wollte ich nochmal hier diese Ausgabenchecker zeigen. Da hält man dann sein Bändchen dran, das bekommt man ja vorne. Und dann kann man gucken, wie viel man auch schon ausgegeben hat. Zwischendurch ist das günstig mal, dass man so ein bisschen Überblick behält. Gucke ich mal, ob ich irgendwo mein Kind finde. Mit ganz viel Glück. Hier drüben, das ist jetzt schon weg, da konnte man, da stand hier, wo das Tor ist, hier, ich zoome mal rein, da kann man, und zwar kann man da mit so einem kleinen, wie nennt man das, Scuba-Ding da, also was für ein Tauchding ist, das ist so ein kleines motorisiertes Teil, damit kann man in 10 Minuten oder Viertelstunde rumfahren, kostet 10 Euro, hat super viel Spaß gemacht. Und man kann sogar so einen Anfänger-Tauchkurs machen und der war super mega schön, also
Das kostet zwar 45 Euro pro Person, aber ich kann das nur empfehlen. Und für Mädchen kann man eben einen Wassernixenkurs, gibt es da. Da kriegen die so eine Flosse an, dann macht er auch Fotos unter Wasser, die Fotos kosten natürlich auch extra. Aber wie gesagt, ich fand es super toll. Wir machen dann mal ein paar Fotos mit in das Video einbauen. So, jetzt gucken wir mal. Hier, wie gesagt, sind die kleinen Rutschen, hier drüben sind die größeren. Ob ich irgendwo mein Kind finde. Ja, ansonsten, wie gesagt, das war schon das größte. Achso, in der Amazonien, weiß ich gar nicht, ob wir das gestern schon erwähnt haben, da hinten, ist diese Wildwasserbahn. Super toll, also unbedingt machen. Richtig klasse. Ansonsten war es das meiste schon von Tropical Island, weil gut, die großen Rutschen haben wir uns gar nicht angeguckt bisher, weil Niki immer gesagt hat, er rutscht sowieso nicht damit. Ansonsten, wie gesagt, ich kann das Ding nur empfehlen. Was eben richtig ins Geld geht, ist das Essen hier. Also das ist richtig teuer. Ja, viele bringen sich ja, wenn sie wirklich nur einen Tag herkommen, was mit. Weil das lohnt sich auch wirklich, dann hier was zu kaufen, weil das ist so teuer, so eine Mahlzeit. Ich habe heute für einen Burger 7 Euro, für ein paar Nuggets dazu nochmal 7 Euro, also 14 Euro bezahlt. Getränke sind hier doll teuer. Gibt es hier so einen, für einen Tag kann man sich einen Becher kaufen. Das sind jetzt, glaube ich, 18 Euro, den kann man dann so oft auffüllen, wie man will. Ich meine, das geht ja dann. Aber generell ist es wirklich wahnsinnig teuer. Ja. Ansonsten wäre es das erstmal soweit gewesen von uns. Wir hoffen, es hat euch soweit wieder gefallen und ich gucke mal, ob ich mein Kind finde. Bis dann! So, jetzt bin ich wieder im Zimmer, weil ich überall gesucht habe in der Südsee. Hi. Da sitzt die Pflaume. Da sitzt unser Geburtstagskind. Heute ist er 17 Jahre alt geworden, der kleine Mann. Da war er, der ist schon aufs Zimmer gegangen. Wir haben genau umlaufen, wo ich losgegangen bin. Ja, also unser Fazit ist, Niki, wunderschön, 3 Tage. Muss nicht sein, 2 reichen, wenn man das macht, 1 Übernachtung. Wir wissen noch nicht, ob wir morgen nicht gleich nach dem Frühstück sogar abhauen. Also auschecken und fahren. Und ja, wir wissen es noch nicht so genau, aber man kann es absolut empfehlen. Wie gesagt, dass wir das nächste Mal, wie gesagt, werden wir mal gucken, wenn wir wirklich noch mal herfahren, diese Hütte da vorne nehmen, die ist ja perfekt, man braucht so reinfallen in den Pool. Obwohl die hier wirklich wunderschön ist, wie gesagt, also andauernd sage ich, wie gesagt, man fühlt sich wie im Dschungel. Die ganze Aussicht ist natürlich bombastisch. Niki war nicht im Fitnessclub heute und wir haben die Ballonfahrt nicht gemacht, dafür haben wir ja den Tauchkurs gemacht, weil Niki sich dafür entschieden hat, den und hier das kleine Ding da, ja, das habe ich schon erzählt kurz. Ja, ansonsten ist unsere klare Empfehlung fürs Tropical Island, also absolut. Bis dann, tschüss!